Bei den Lichtgeistern ist heute Nacht aber ganz schön was los. Sie scheinen sich über irgendwas zu freuen. Wir können Dasche und Dance und Prance und Wixen. Comet und Cupid und Donner und Blitzen. Doch kennt ihr den Held? Das berühmteste Rentier der Welt. Was hältst du von Rudolf? Rudolf? Ja, das ist ein schöner Name. Er findet ihn auch schön. Blitzen, sieh doch. Komm zu Papa, Rudolf. Na komm. Trau dich nur, Rudolf. Geh zu deinem Papa. Gesundheit. Ihr kennt Dasher und Dancer und Prancer und Wixen, Comet und Cupid und Donner und Blitzen. Doch kennt ihr den Held, das berühmteste Rentier der Welt. Rudolf, das kleine Rentier, hat ne strahlend rote Nase. Und diese Nase leuchtet wie ein Licht aus rotem Glas. All seine Rentierfreunde lachten ihn deswegen aus. Bei ihren Rentierspielen blieb er stets allein zu Haus. Als dann Heiligabend kam, sprach der Weihnachtsmann: Rudolf mit dem Nasenlicht, führ uns durch den Nebel dicht. Rudolf ist nun der Größte, freu dich, singen groß und klein. Rudolf, du kleines Rentier, gehst in die Geschichte ein. Rudolf, du kleines Rentier, gehst in die Geschichte ein. In dem der Weihnachtsmann zu Hause ist. Nur noch einer. Hier. Das
nennt man Schnee. Schnee? Ja, richtig, Schnee. Schnee, Schnee, Schnee. Mitzi, er macht es schon wieder. Und was ist so Schlimmes daran? Nasen sind nicht dazu geschaffen, um zu leuchten. Sagt wer? Hey, Blitzen, hast du mal kurz Zeit? Oh nein, nicht jetzt. Wie geht's denn, Kumpel? Hallo, Jungs. Und, wo ist euer Baby? Schämst du dich etwa für deinen Sohn? Komm, zeig dich, Rudolf. Rudolf, hier sind deine Onkel. Komme, Cupid Tag. Und Dasher. Butzi, Butzi, Schnauzi. Hey, du bist mir ja vielleicht einer. Ganz wie dein Vater. Das ist wohl lieber. Seht euch das an. Ach, macht euch keine Sorgen, es ist nur eine Allergie. Bringen wir ihn nach Hause. Der nächste Bock, der was über die Nase meines sonderbaren Sohnes sagt, wird mein Geweih zu spüren bekommen. Er ist wunderbar, nicht sonderbar. Er ist vollkommen, so wie er ist. Ja, du hast recht. Schau an den kleinen Kerl. Ist er nicht ein Süßer? Ein Hirsch, wie er im Buche steht. Das ist unser Rudi. Er ist ein strammes Rentier. Und ich sag es gern dir. Den Charme hat er von dir. Das ist Lächeln kommt von dir. Er ist bald alt genug für Rentierspielereien. Und eines Tages wird er Santas Schlittenführer sein. Und doch! Was ist mit der roten Nase? Sie hat einen kleinen Schein. Sie glänzt wie ein roter Stein. Was ist mit der roten Nase? Schau an den kleinen Kerl, wie süß er uns anlacht. So knuddelig und schnuckelig, er ist ne wahre Pracht. Ich sag's jetzt allen Tieren hier, er ist ein tolles Rentier. Ihr könnt sagen, was ihr denkt. Er ist uns von Gott geschenkt. Unser Sohn ist so vergnüglich, doch etwas, das betrübt mich. Die Schüler machen Spaß über Rudolfs rote Nase. Vielleicht sind sie klüger und sehen einfach drüber. Er ist ein ganzer Mann und gleich geht die Lampe an. Legt ne Decke drüber oder gebt ihm ein Schirmchen. Verzeiht uns aber, Rudis Nase scheint wie ein Glühwürmchen. Ja, noch ein Kind. Was los, was passiert, wenn Rudolf wächst? Braucht er dann einen Dimmer für seinen Nasenschimmer? Was mit der superhellen, purpurroten Nase? Gut jetzt, hört auf, die Show ist zu Ende. Oh, hallo Boone, hallo Doggle. Sind vielleicht ein paar Briefe für den Weihnachtsmann gekommen? Wollen wir nachsehen. Ja. Gut. Du. Der
wir jetzt keinen Fehler machen, werden wir sicher befördert. Ratzfatz, das sage ich dir. Meinst du, dass wir dann vielleicht nicht mehr die Post holen müssen? Das wäre dann eine Nummer zu klein für so super Zwerge wie uns. Wir würden bestimmt in die Fabrikhalle versetzt werden. Und da geht dann die Post so richtig ab. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe jedes Mal einen Wahnsinnsbammel, wenn wir über Stormellas Brücke fahren. Ich auch. Langsamer, Boon, du fährst zu schnell. Irgendwas stimmt nicht. Oh nein! Guck mal, und das ausgerechnet im Garten von Stormella. Wir sollten vielleicht einen Zettel hier lassen. Du hast ja wohl nicht alle. Dann weißt du doch sofort, dass wir das waren. Ja, aber meine Mütze ist weg. Das ist doch jetzt völlig egal. Nichts wie weg von hier. Rudolf, das hier ist die Spielzeugfabrik vom Weihnachtsmann. Die Weihnachtsstadt, die Weihnachtsstadt, wir packen alles ein. Wir machen unser Spielzeug hier, damit sich Kinder freuen. Wir Zwerge aus der Weihnachtsstadt, wir füllen den Schlitten voll. Weil jedes Kind zu Weihnachten ein Spielzeug haben soll. Weil jedes Kind zu Weihnachten ein Spielzeug haben soll. Klopf, 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 der Hammer! Glocken klingen hell, wir machen die Geschenke und basteln blitzeschnell. Ein süßes Sprechenpüppchen, ein Marionettenkind, das Pferdchen hier kann tanzen, die Musicbox, die singt. Und die Weihnachtsstadt, die Weihnachtsstadt, wir packen alles ein. Wir machen unser Spielzeug hier, damit sich Kinder freuen. Wir Zwerge aus der Weihnachtsstadt, wir füllen den Schlitten voll. Weil jedes Kind zu Weihnachten ein Spielzeug haben soll. Weil jedes Kind zu Weihnachten ein Spielzeug haben soll. Lecker sind die Bonbons, die Eisenbahn, sie zieht. Wir Zwerge basteln alles, was fährt und schwimmt und fliegt. Wir haben alle Listen und kennen jedes Kind und sind total zufrieden, wenn alle glücklich sind. Oh, die Weihnachtsstadt, die Weihnachtsstadt, wir packen alles ein. Wir machen unser Spielzeug hier, damit sich Kinder freuen. Wir Zwerge aus der Weihnachtsstadt, wir füllen den Schlitten voll. Weil jedes Kind zu Weihnachten ein Spielzeug haben soll. Weil jedes Kind zu Weihnachten ein Spielzeug haben soll. Okay. Einer von euch sitzt tief in der Eistinte. Ganz ruhig, ihr lieben kleinen Wölfchen. Wer von euch warmblütigen Quietschpiepsern hat meinen Eisgarten zerstört? Na? Wunderbar gezielt, Hoheit. Ich will den Namen. Warst du es? Nein, 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 königliche Königlichkeit. Lass den Schwert los. Stormella, was ist denn in dich gefahren? Deine Zwerge haben meinen schönen Eisgarten verwüstet. Das werden sie mir büßen. Woher weißt du, dass unsere Zwerge dafür verantwortlich sind? Ganz einfach. Weil ich das hier am Ort des Verbrechens gefunden habe. Reicht das? Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Kommt mal alle bitte her. Ihr braucht keine Angst zu haben. Also, ich möchte wissen, wem diese Mütze hier gehört. Bitte seid ehrlich.
Bitte lass nicht zu, dass sie uns erwischt, Boss. Wir sind viel zu jung zum Sterben. Es war ein Unfall, Chef. Ehrlich. Ein Unfall, aha. Oh ja, ja, ja. Ich zeig euch mal einen Unfall. Geht zur Seite, Opa. Ich werde diese Übeltäter mit auf mein Eisschloss nehmen. Du wirst sie nirgendwohin mitnehmen. Was denn? Du wagst es mir zu widersprechen. Du wirst sie herausgeben, oder ich? Ich werde meine Eisbrücke für die Öffentlichkeit sperren. Die Eisbrücke sperren. Aber Stormella, deine Brücke ist der einzige Weg über den großen Garten. Willst du uns von der Außenwelt abschneiden? Überlass sie mir. Nein. Das kann ich nicht. Dann ist meine Eisbrücke ab sofort gesperrt. Und wenn irgendjemand aus eurem Dorf es wagt, sie zu überqueren, werde ich den Nordpol unter einem höllischen Sturm begraben. Ich werde es hageln lassen. Ich werde Eisregen und Schnee auf euch fallen lassen und der Wind wird so eiskalt sein, dass es sich aus deinen Thermosocken heben wird, Baby! Tu, was du nicht lassen kannst. Auf Wiedersehen, Stormella. Glaubst du immer noch, dass wir befördert werden? Ach, hör auf! Ach, Ridley, 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 jetzt heißt's warten. Warten? Worauf, Madam? Aber das ist doch klar. Früher oder später wird der Tag kommen, an dem irgendjemand über meine Brücke geht. Und an diesem Tag, wuhu, werde ich einen Sturm vom Zaun brechen, der den Weihnachtsmann für immer außer Gefecht setzt, mein Lieber. Das wird ein Freudentag, Santa Claus. Worüber lachst du denn? Fahr und halt den Schnabel, Pinguin. Ein Jahr geht vorüber und jedes Reh muss auch Rudolf, so wie alle Kinder, in die Schule gehen. Guten Morgen, Jährlinge. Guten Morgen, Mrs. Prancer. Sehen wir mal, was ihr über die Geschichte der Rentiere gelernt habt. Wer sagt mir, wie der Weihnachtsmann die Flieger für seine Mannschaft auswählt? Zoe? Einmal im Jahr werden Juniorenrentierspiele durchgeführt. Dort hat jedes Rentier die Chance, vor dem Weihnachtsmann zu glänzen. Und wer Santa bei den Spielen wirklich beeindruckt hat, den bittet er vielleicht eines Tages, Flieger zu werden. Alle Flieger tragen die begehrte Tapferkeitsmedaille. Das weiß ja bestimmt jeder von euch. Aber wer kann mir sagen, wofür die Tapferkeitsmedaille verliehen wird? Für Mut, Charakterstärke und für ein gutes Herz. Richtig, Rudolf. Aber das nächste Mal hebst du bitte deinen Ruf. Cupid, mein Papa hat gesagt, ich wäre der geborene Flieger, ganz genau wie er. Ich hatte dich nicht aufgerufen, Arrow. Ich werde bestimmt Flieger. Ich auch. Genau wie ich. Nicht mit so einer Nase. Ruhe, seid ruhig. Hey, Rudilein, ich würde es lieber beim Zirkus versuchen. Unser rotnasiges Rudi Rallerlein will Flieger werden. Wo willst du hin? Komm sofort zurück. Armer Rudolf. Rudolf! Wieso kann ich nicht wie alle anderen sein? Wieso kann ich nicht wie alle anderen eine normale Nase haben? Jetzt kann sie keiner mehr sehen. Hier bleibe ich jetzt mein ganzes Leben lang stehen. Guten Tag, Kleiner. Guten Tag, Sir. Oh. Hast du was verloren? Nein, Sir. Du bist sicher Rudolf.
Woher wissen Sie das? Du siehst aus, als ob du frierst. So, mir ist zu Ohren gekommen, dass du Flieger werden willst, so wie dein Papa. Sie würden mich ja gar nicht nehmen, Sir. Nicht mit dieser Nase. Aber ich finde deine Nase großartig. Aber alle lachen mich aus. Sie geben mir Spitznamen. Das tut weh, Sir. Äußerlich sind wir alle verschieden, mein Sohn. Aber was zählt, Kleiner? Was wirklich zählt, ist das, was wir in unseren Herzen tragen. Und soweit ich das beurteilen kann, gibt es kein Herz, das größer ist als deines. Eins darfst du nie vergessen. Jeder, der hier in meinem Dorf lebt, jedes Rentier, jeder Zwerg, ist Teil meiner Familie. Nun hör gut zu und ich geb dir Mut mit Hoffnung und Harmonie. Ein wichtiger Mann hier in Santas großem Haus. Jeder Mann hat sein Plätzchen hier und auf jeden pass ich auf. Nun guck nicht so klamm, mein kleiner Rentiermann, immer geradeaus. Auch du bist hier zu Haus. Auch du bist hier zu Haus. Ja, hier bei Santa Claus. Es braucht mehr als Muskeln zum Schlitten ziehen. Du musst auch verstehen, den richtigen Weg zu gehen. Wenn du hart an dir arbeitest, dann kommt die Zeit. Und du bist so weit, wenn der Schlitten steigt. Du ziehst ihn zu den Sternen hoch und ich weiß, du wirst es lernen, wenn du es nur wirklich tust. Jeder Mann ist ein wichtiger Mann hier in Santas großem Haus. Merkst du, Rudolf? Jeder Mann hat sein Plätzchen hier und auf jeden pass ich auf. Es gibt kein Geheimnis, solange du stark bist. Dein Herz zeigt dir den Weg. Ich werd bei dir sein. Du bist nie allein, denn bei mir bist du zu Haus. Sei du nur du selbst. Ja, hier bei Santa Claus. Na, dann wollen wir mal. Wir sehen uns dann beim Schlittenstart am heiligen Abend. Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Am Heiligabend schicken wir den Weihnachtsmann. Er spannt die Tiere an, die seinen Schlitten ziehen. So. Schnall dich an und flieg vorsichtig, Schatz. Oh. Durchzählen! Dasher! Dancer! Prancer! Vixen! Comet! Cupid! Donner! Blitzen! Das sieht in diesem Geschirr so gut aus. Ich kann gar nichts sehen, Mama. The moon is right. The spirit's up. We're here tonight. And that's enough. Simply having a wonderful
feelings here that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. They practiced all year long. Tages werde ich auch fliegen. Hochverehrtes Publikum, heute überreichen wir die Tapferkeitsmedaille unserem neuen Flieger, Rudolf. Ich danke Ihnen, danke, vielen, vielen Dank. Ich möchte meinen Eltern dafür danken, dass sie immer an mich geglaubt haben. Oh, und dem Weihnachtsmann, weil er das alles möglich gemacht hat. Aber vor allem möchte ich dem Rentiermädchen meiner Träume danken. Zoe. Oh weia. Das braucht dir doch nicht peinlich zu sein. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Dankesrede hat mir gefallen. Verkohlst du mich auch nicht? Lass uns spazieren gehen. Ich möchte deine Freundin sein, Rudolf. Ehrlich? Es macht dir nichts aus, weil man dich mit mir sieht? Glaubst du, es kümmert mich, was die anderen denken? Aber was ist mit meiner... Du weißt schon. Ich finde deine Nase überhaupt nicht komisch. Echt nicht? Nein, sie ist etwas ganz Besonderes, wie du. Mann, ich wusste gar nicht, dass ich was Besonderes bin. Sieh nur, wir stehen unter einem Mistelzweig. Weißt du, was das bedeutet? Dass du mich jetzt küssen musst. Na? Hey, was ist denn hier los? Wir haben uns bloß unterhalten. Das sah mir eher nach Knutschen aus. Du brauchst nicht eifersüchtig zu sein. Wir sind bloß Freunde. Eifersüchtig? Auf das rotnasige Rudi Rallerlein, dass ich nicht lache. Rudolf ist ein netter Junge. Ach, was soll's. Komm jetzt, wir gehen. Ich muss gehen, Rudolf. Wiedersehen. Versager! Sieh mich an. Bitte, Zoe, dreh dich um. Sie mag mich! Sie mag mich! Juhu! Frühling, Sommer, Herbst, sie vergehen. Rudolf ist nun groß, stark und schön. Und jetzt ist er auch bereit für die Rentierspielezeit. Ich bin sicher, dass du Santa beeindrucken wirst, Rudolf. Ach, du wirst ihn aber auch beeindrucken, Zoe. Ich bin richtig froh, dass wir Freunde sind. Ja, ich auch. Aber... Aber was? Was ich sagen will, ist, Das soll dir Glück bringen. Wow, Zoe. Den letzten beißen die Hunde. Einmal im Jahr veranstalten wir diese Spiele zu Ehren jener Rentiere, die jedes Jahr am Weihnachtsabend meinen Schlitten ziehen. Mögen am heutigen Tag die Flieger von morgen entdeckt werden. Ich erkläre die Spiele für eröffnet. Können wir jetzt zum ersten Wettbewerb vom Eröffnungstag ein
Schlitterrennen! Wieso trägst du Zoes Halskette? Zoe meint, die Kette bringt mir Glück. Hey, sie ist meine Freundin. Kapiert? Zoe ist nicht dein Besitz. Sie kann tun und lassen, was sie will. Auf die Plätze! Fertig! Und gehen wir, gehen wir! Unfairen Mitteln. Trotzdem können wir ihn schlagen. Los, Rudolf, los! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zu dir, weil sie Mitleid mit dir hat. Das ist nicht wahr. Ha! Und ob? Sie hat's mir selbst gesagt. Er gewinnt! Er gewinnt! Stadtverbot der Rudolf-Hakone! Ordnungswidrigen Gebrauch seiner leuchtend roten Nase disqualifiziert. Aber du wirst für den Rest der Spiele ausgeschlossen. Tut mir leid, Rudolf. Ach, es ist doch nicht deine Schuld, Dobby. Der Kampf ist gerade entschieden, dass der Arrow zum Sieger erklärt wird. Juhu! Das ist eine Unverschämtheit. Oh, Schätzchen. Das ist einfach nicht fair. Du hast recht, aber die endgültige Entscheidung trifft nun mal der Schiedsrichter, nicht wir. Du hast betrogen. Na und? Ich habe gewonnen. Und der Weihnachtsmann ist auf mich aufmerksam geworden. Du bist kein Flieger, Arrow. Flieger sind mutig. Sie haben Charakter und ein gutes Herz. Wie Rudolf. Aber er hat eine rote Nase. Ach, du bist so gemein, Arrow. Na, hör mal, Zoe. Ich will nie mehr was mit dir zu tun haben. Als nächster Wettbewerb steht das Weitspringen auf dem Programm. Sie können ihn doch nicht einfach so ausschließen. Tut mir leid, es ist nur mal so entschieden. Aber es ist nicht seine Schuld, dass er diese Nase hat. Er ist so zur Welt gekommen. Seine Nase war ein Unfall. Eines Tages wirst du stolz auf mich sein. Noch so weit. Ich kann
greif nach einem Stern, so hell und doch so fern. Ich such nach dir in meiner Einsamkeit. Oh, egal wohin ich lauf, ich gebe niemals auf. Zeig mir den Weg und schenk mir etwas Zeit. Zeig mir das Licht, es brennt in unserem Herzen. Den Regenbogen, den Sonnenstrahl. Zeig mir das Licht. Zoe, zeig mir das Licht. Hallo? Hallo! Ich brauche jetzt eine Mütze voll Schlaf. Okay, Pfoten hoch! Hä? Das hier ist meine Höhle, du Riesenelch! Ich hab sie vor dir gefunden! Ich bin kein Elch, ich bin ein Rentier. Sieh mal an, schlaues Kerlchen, hä? Na dann, mach dich mal auf einen Abflug gefasst. Ich lauf mich nur warm. Sag schon, dass du aufgibst. Sag schon, sag schon. Ich gebe auf. Tja, naja, also dann willkommen in der Höhle, Kleiner. Danke. Hast du auch Namen? Rudolf. Mich nennt man Slyly. Guten Tag, Slyly. Und jetzt, Kleiner, sag mir, wovor du wegläufst. Wer hat gesagt, dass ich vor irgendwas weglaufe? Du bist für mich wie ein offenes Buch, Kleiner. Deine Familie hat kein Verständnis für dich. Deine Freunde haben dir alle den Rücken zugedreht. Das hast du alles nicht ausgehalten, also bist du auf davon. Wow. Bist du klug? Ja. Hey, ich verrate ein Geheimnis. Wenn's mal nicht gut läuft, wenn alles nur noch ätzend ist, dann denk bloß, es könnte noch viel schlimmer kommen. Ich werde dir das jetzt mal verklickern. Ist dein Glas schon fast leer und die Aussichten lau? Ja, dann musst du was ändern. Sei einfach schlau. Es könnte noch schlimmer sein. Du wärst verloren in der Wüste bei 200 Grad. Kein Wasser zu trinken und nur Schlangen sind da. Das Leben ist hart und es quält dich sehr. Manchmal ist es gar nicht fair. Ja, für jeden Schritt vorwärts geht man einen zurück. Heute hast du Pech und dafür morgen viel Glück. Es gibt einfach nicht immer nur Sonnenschein. Aber denk dran, es könnte noch schlimmer sein. Ja, für jeden Schritt vorwärts geht man einen zurück. Heute hast du Pech und dafür morgen viel Glück. Es gibt einfach nicht immer nur Sonnenschein. Aber denk dran, es könnte noch schlimmer sein. Ja, denk dran, es könnte noch schlimmer sein. Lass das nicht hören! Ja, denk dran, es könnte noch schlimmer sein.
Sag mal, wieso hast du so ein Leuchten auf der Schnauze? Oh, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ach komm schon, Kleiner. Jetzt hab dich doch nicht so. Na los, lach mich schon aus. Das machen all die anderen ja auch. Stell die Ampel doch mal auf grün. Ja, ja, mach nur Witze. Aber ich kenne sie alle. Meine Nase kann den Straßenverkehr aufhalten, oder? Ich bin eine echte Leuchte. Ich lach mich tot. Ist das eine Nase? Oder eine Christbaumkugel? Rudolf! Rudi! Sieh mal, da liegt ein Zettel. Liebe Mama, lieber Papa, ich komme nie mehr wieder. Ich hab euch lieb. Hallo? Ja. Guten Abend. Darf ich bitte mit Rudolf sprechen? Er ist fortgelaufen. Was? Er ist weg. Ich muss ihn finden. Sag mal, was hast du denn in deiner Tasche, Rotnase? Bloß Krimskrams. Hey, ich hab gedacht, wir wären Freunde. Also keine Geheimnisse. Aber Slyly, die Tasche gehört mir. Jetzt geht's schon hier. Lass mich reingucken. Sieh mal, was du angestellt hast. Okay, okay. Tut mir echt leid. Ein Teddybär. Verrätst du mir auch, von wem du das hier hast? Darüber möchte ich jetzt nicht reden. Danke, das reicht mir schon, Kleiner. Liebe ist was für Idioten. Lass uns jetzt eine Runde ratzen, Rudnase. Irgendwo da draußen ist er. Unser Rudolf. Bitte, Senta. Du musst uns helfen, ihn zu finden. Er ist noch nie allein unterwegs gewesen. Ach, Senta. Zoe ist wie vom Erdboden verschwunden. Gute Güte. Macht euch mal keine Sorgen. Ich werde unverzüglich einen Suchtrupp zusammenstellen. Ich gebe euch mein Wort, dass beide Kinder zu Weihnachten wieder bei euch sind. Boon? Dockel? Ich habe eine wichtige Aufgabe für euch. Ehrlich? Obwohl wir dich letztes Mal so enttäuscht haben? Jeder verdient eine zweite Chance, Boon. Unbedingt finden. Auch wenn ich dafür über Stormellas Brücke gehen muss. Darauf haben wir die ganze Zeit gewartet, Pinky. Mach den Schlitten klar. Hm. Rudolf! Rudolf! Ah!
ausgesprochen ungezogen. Du bist über meine Brücke gegangen. Jetzt kann ich den Sturm loslassen, der dem Weihnachtsmann für immer das Handwerk legt. Arme Zoe, nirgends kannst du hinlaufen, nirgends kannst du dich verstecken. Was habe ich bloß getan? Rotnase, wach auf! Hä? Das ist eine Lawine! So ein Mist! Der Eingang ist verschüttet, wir können nicht mehr rein! Es hätte schlimmer kommen können. Ach, wirklich? Und wie? Wir könnten im Innern der Höhle eingeschlossen sein. Ja. 1-0 für dich. Jetzt komm! Wir werden eine andere Höhle finden. Eine, die viel besser ist. Rudolf! Zoe! Siehst du was? Ja, eine Menge Schnee. Wir müssen sie finden, Dockel. Wir können den Weihnachtsmann nicht nochmal enttäuschen. Na also, das scheint ein behagliches kleines Nest zu sein. Komm, Rotnase. Siehste, ich hab doch gesagt, wir finden eine bessere Höhle. Slyly. Ich glaube aber, hier wohnt schon jemand. Überlass mir das Reden, Rotnase. Ja. Verzeihen Sie, dass wir unangemeldet kommen. Wir sind vom Amt für Höhlensicherheit, Freund. Hä? Na, Sie werden doch sicher wissen, dass durch die jüngsten Verschiebungen im Polareis ein paar Höhlen zu unsicher zum Bewohnen geworden sind. Hä? Also, treten Sie jetzt bitte beiseite, damit wir die Örtlichkeiten hier untersuchen können. Ha? Mach mir jetzt alles nach. Oh Mann, diese Höhle kann jeden Moment einstürzen. Sie müssen sie sofort räumen. Nee, Sie brauchen uns nicht zu danken. Wir machen bloß unsere Arbeit. Also dann, Wiedersehen. Ciao. Schreiben Sie, wenn Sie Arbeit gefunden haben. Adieu. Doof, Mann. Mann, war das einfach. Das war aber nicht nett von dir, Slyly. Na, entweder er oder wir, Rotnase. Das ist das Gesetz des Überlebens. Oh, ihr habt mich ausgetrickst! Rückzug! Rückzug! Hallo, Herr Polareisbär. Ich bin Rudolf. Tut mir leid, dass wir Sie austricksen wollten. Das war nicht richtig. Wir waren bloß so durchgefroren und hungrig und hatten keinen Platz, wo wir hin konnten. Ach so, naja. Wieso habt ihr das denn nicht gleich gesagt? Ich bin Lennart. Hau tüchtig rein, Jungs. Oh, das schmeckt ja voll gut. Sag mal, wie hast du das geschafft? Ich hab ihm einfach die Wahrheit erzählt. Wäre mir nie eingefallen. War ein Unfall, Herr. Ein Unfall. Ah.
Hallo, Rudolf. Du weißt, wer ich bin? Haben wir uns schon mal gesehen? Wir sind die Feen des Nordlichtes und wir passen auf dich auf. Wir sind begeistert von deiner wundervollen Nase. Wundervoll? Sieh mal, Rudolf. Jeder besitzt ein Licht, das in seinem Inneren leuchtet. Aber nur wenige Glückspilze können ihr Licht so hell leuchten lassen, dass die ganze Welt es sieht. Und jetzt, Rudolf, hör gut zu. Deine Freundin Zoe ist in furchtbarer Gefahr. Was? Sie sitzt in Stormellas Eisgefängnis. Und nur du kannst sie retten. Wie? Dein Licht wird sie retten, Rudolf. Aber erstmal musst du lernen, es zu benutzen. Schließe deine Augen, Rudolf. Denk mal an alle, die du liebst. Und an alle, die dich lieben. Lass diese Liebe das Licht in deinem Herzen sein. Nun lass die Liebe als helles Licht herausfließen. Zeig uns das Licht, Rudolf! Zeig uns das Licht. Du kannst es, Rudolf! Sie leuchtet! Ich hab's geschafft! Oh, wow! Wartet! Licht wegfliegen! Slyly! Oh, Morgenrotnase, es ist nicht so, wie es aussieht. Naja, ich bin Schlafwandler und... Du musst mir helfen. Tja, also weiter gehe ich nicht, Rotnase. Mann, Freundin, hin oder her, wir kriegen sie da nicht raus, im Leben nicht. Ach, da gibt's einen Geheimgang zu Stormellas Schloss durch die Eiskatakomben. Ja, ja, aber keiner, der in diese Katakomben reingeht, kommt da jemals lebend wieder raus. Na, wenn schon, das ist mir egal. Ich muss Zoe retten. Oh, na dann, ich komm mit. Ich flehe dich an, Rotnase, tu's nicht. Wenn du einen Fuß auf die Brücke setzt, werden auf der anderen Seite Stormellas Schneewölfe schon auf dich warten. Die Lichtgeister haben mir gesagt, ich soll mein Licht benutzen. Lass uns gehen, Leonard. Ach, ihr habt sie ja nicht alle. Ihr seid total bescheuert. Hey, viel Glück. Jemand geht über meine Brücke. Zeig mir die Brücke. Ja, was? Die muss eine Macke haben. Das hier muss der Weg sein. Wie wär's mit ein bisschen Licht, Kamerad? Versuchen wir es mal da lang. Zeig mir das Licht in Dunkelheit und Kälte. Unsere Fußspuren. Oh nein, wir sind im Kreis gegangen. Sei mal still. Hörst du das? Das ist Zoe. Wir müssen da lang gehen. Sonnenstrahl, zeig mir das Licht. Wir kommen näher. Ich komme hier nie mehr raus. Rudolf! Ich bin gekommen, um dich zu retten, Zoe. Ach, Rudolf. Schön, dich kennenzulernen, Zoe. Ich bin Leonard. Jetzt geht mal zur Seite. Das wird sich kein Millimeter. Du brauchst den Schlüssel. Wo ist er? Hier, bei mir. Ha! Ah!
Willkommen im Hotel Stormella, meine Lieben. Lassen Sie uns hier raus! Wenn Santa davon erfährt, wird Ihnen schon Angst und Bange werden. Der macht sich um euch keine Sorgen, Süßer. Der hat nämlich seine eigenen Probleme. Denn das Rentiermädchen hat meine Brücke überquert. Und nun entfessele ich den Sturm des Jahrhunderts. Aber es ist kurz vor Weihnachten. Ein Sturm würde alles kaputt machen. Ridley, dein Einsatz. Ein Wohlgefühl, sobald der erste Schnee fällt, wenn Eisberge krachen, dann bringt mich das zum Lachen. Ich krieg ne Gänsehaut, wenn Lawinen runterstechen und Bäume voll Schnee in sich zusammenbrechen. Verdirbst du mir den Spaß? Spürst du Stormellas Hass? Jetzt gibt es kein Zurück vom bösen Meisterstück. Ich schütt den alten Simpel so mit Schnee zu, dass es wehtut. Ich schrei es raus, ich hasse Santa Claus, den lieben Santa Claus. Nett und fröhlich und immer ehrlich, wenn ihr mich fragt, absolut entbehrlich. Ich hasse Santa Claus, ja, ich hasse Santa Claus. Süßes Wesen, Spielzeug für die Kinder, ich werde es ihm vermiesen. Ich werde ja erst warm mit dem Chaos, das ich plane. Ich schicke meinen schlimmsten Sturm genau zu Santa Claus. Oh, verdirbst du mir den Spaß, spürst du Stormellas Hass? Jetzt gibt es kein Zurück vom bösen Meisterstück. Ich schütt den alten Simpel so mit Schnee zu, dass es wehtut. Ich schrei es raus, ich hasse Santa Claus, den lieben Santa Claus. Ich hasse Santa Claus. Ich hasse ihn. Dankeschön. Oh. Nein, nicht doch aufhören. Ach, dankeschön. Also, ist ja nicht nötig. Sie werden nicht ungeschoren davonkommen. Ha! Ach, was wirklich? Sie sind eine böse alte Hexe. Jawohl, das sind Sie. Schmeichlerin. Noch ein sanftäugiges Rentiermädchen. Du hast diesen Sturm erst möglich gemacht. Darüber würde ich mal nachdenken. Wiedersehen. Oh, Rudolf, ich habe alles vermasselt. Nein, Zoe. Ich bin an allem schuld. Aber ich bin über die Brücke gelaufen. Und ich bin fortgelaufen. Aber vielleicht wärst du ja nicht fortgelaufen, wenn ich dir gesagt hätte, Rudolf, dir schenke ich mein Herz. Das, wow, Zoe. Was ich sagen will, ist, du bringst mein Herz zum Glühen. Rudolf! Schnee und Hagel und Eis dort oben, Kälte und Regen und Winde, die toben. Ich geb das Zeichen euch nun ganz laut, fahrt los im Sturm, von mir gebraucht. Der Sturm ist plötzlich da gewesen, Chef. Stormella, irgendjemand muss über ihre Brücke gegangen sein. Da seht ihr, was passiert, wenn man eine Rettungsaktion von Amateuren durchführen lässt. Slyly! Um uns rauszuholen, brauchst du den Schlüssel. Stormella trägt ihn um den Hals. So was Doofes. Oh, warum lasse ich mich nur immer auf solche Sachen ein? Ach,
Was machst du da? Ich stehle den Schlüssel für den Kerker. Jetzt schlaf schön weiter. Ah, na gut. Gute Nacht. Man glaubt es nicht. Das mit der Wahrheit funktioniert wirklich. Und jetzt nix wie raus hier. Er stiehlt mir den Kerkerschlüssel! Da entlang! Hier entlang! Hören wir auf Slyly! Schnell, gehen wir zurück! Ich mach und tu und das alles nur für euch, Kinder! Und das ist jetzt der Dank dafür. Frech und ungezogen. Wen soll ich zuerst einfrieren? Wie wär's mit dir, Zoe-Schätzchen? Lassen Sie Zoe in Ruhe. Meinst du etwa, du kannst dir helfen? Oh, Jesus! Helft mir, Roy! Hilfe! Oh, helft mir, helft mir, oh, helft mir, helft mir doch! Fassen Sie mein Geweih, ich zieh Sie hoch! Ich hab Angst! Mein Geweih, los! Rudolf! Du hast mir gerade das Leben gerettet. Na, ich konnte sie doch nicht einfach fallen lassen, oder? Naja, natürlich nicht, nein. Du konntest mich nicht fallen lassen, nein, nein. Ich lasse euch frei, ihr könnt gehen. Tja, damit wären wir dann quitt. Wir gehen nicht, bevor ihm sein Wunsch erfüllt wird. Wunsch? Was für ein Wunsch? Er hat ihnen das Leben gerettet. Jetzt müssen sie ihm einen Wunsch erfüllen. So verlangt es nun mal die Regel. Der Fuchs hat recht, Madam. So verlangt es die Regel. Ich bekomme einen Wunsch erfüllt? Egal, was es ist? Steh nicht da und glotz wie ein Hirsch im Scheinwerferlicht eines UFOs. Dann wünsche ich mir... Ich wünsche mir, dass sie nicht mehr böse sind. Was ist das denn für ein Wunsch? Aber Rudolf, du kannst dir doch wünschen, was du willst. Ja, Rotnase, sie hat recht. Denk an was Größeres. Du hast nur einen Wunsch frei. Ja. Ich hab's. Ich weiß, was du dir wünschen kannst. Wie wär's mit deiner normalen Nase? Hä? Ne? Die hast du dir doch immer gewünscht, oder? Ein Wort von dir und du kriegst sie. Ich wünsche mir, dass sie nett sind. Ach, was soll denn das? Such dir was anderes aus. Ich wünsche mir, dass sie nett sind. Am Nordpol wird es ganz schön langweilig werden. Du, mein altes Herz aus Eis, schmilz weg, ich meines Herz. Mach mich nett. Ein niedlicher kleiner Pinguin. Würde sich jemand zurückverwandeln, bitte. Aber Sie sehen gar nicht verändert aus. Aber ich habe mich verändert, Rudolf. Nämlich innen drin. Na gut, dann rufen Sie den Sturm zurück. Tja, wenn ich das nur könnte. Hä? Nachdem ich den Sturm einmal losgelassen habe, muss er seinen natürlichen Verlauf nehmen. Ich fürchte, ich habe ihn nicht unter Kontrolle. Geht über meine Brücke. Es ist der kürzeste Weg nach Hause. Oh, und fröhliche Weihnachten. Wiedersehen. Mann, ist das vielleicht ein Schneesturm? Ich kann gar nichts sehen. Vielleicht kann ich uns ja helfen. Juhu, da ist der Weg, Rotnase. Aber wir kommen trotzdem nicht nach Hause, nicht bei diesem Wetter. Das sind Un und Doggel. Stormellas findet draußen mit Sturm und Schnee und Hagel. Um Weihnachten zu retten, kann uns nur Santa helfen. Ich habe nie zuvor einen solchen Sturm gesehen. Die Hagelkörner sind so groß wie Eier. Und zum Fliegen ist es zu gefährlich.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als den Schlittenstart am Weihnachtsabend abzusagen. Oh! Chef, lueg doch! Da! Das Licht wird immer heller. Rudolf. Oh, Zoe. Toggle, Boon, gut gemacht. Tut mir leid, dass ich euch Kummer gemacht habe. Rudolf, na, mein Kleiner, deine wundervoll leuchtende Nase bringt mich auf eine Idee, die total verrückt ist. Aber vielleicht geht es ja so. Lass es mich anders ausdrücken. Rudolf, du mit der rot leuchtenden Nase. Hättest du Lust, heute Nacht meinen Schlitten zu ziehen? Das wäre mir eine Ehre, euer Ehren. Etwas fehlt aber noch, mein Sohn. Was denn, Santa? Jeder Flieger braucht sowas hier. Rudolf, da du bewiesen hast, dass du Mut, Charakter und ein gutes Herz hast, ernenne ich dich hiermit zu einem richtig echten Flieger. Boah, ich meine, boah. Herzlichen Glückwunsch, Rotnase. Du musst vorsichtig sein da draußen. Ihr seid die besten Freunde auf der ganzen Welt. Viel Glück, Rudolf. Männer! Der schlimmste Sturm wütet im Umkreis von 100 Kilometern um den Nordpol. Wenn es uns gelingt, da durchzukommen, wird der Rest der Reise ein gemütlicher Ausflug. Ich will euch nichts vormachen. Es wird keine Spazierfahrt werden. Aber wenn Rudolf uns mit seiner wunderbaren Nase den Weg zeigt, dann haben wir mit Sicherheit eine Chance. Wenn wir alle zusammenhalten, werden wir es bestimmt schaffen. Davon bin ich überzeugt. Ja! Ich bin stolz auf dich, Sohn. Durchzählen! Dasher! Dancer! Prancer! Vixen! Comet! Cupid! Donner! Blitzen! Rudolf! Leuchte den Weg aus, Rudolf! Mit Vergnügen, Santa! Schneller, Jungs! Wir werden diesen Sturm überwinden! Ich weiß, dass wir es schaffen! Der Weg zu unserem Ziel, ach, noch so weit. Und kein Stern am Himmel, der für uns die Richtung zeigt. Wir halten fest zusammen, fliegen über Berg und Tannen. Wir sind stärker, weil wir gute Freunde sind. Manchmal ist es so schwer, seine Träume einfach vor sich zu sehen. Doch weil wir Freunde sind, ist es leichter, diesen Weg zu gehen. Wenn wir zusammenstehen, nach der langen Nacht strahlt der blaue Himmel so hell. Solange wir zusammen gehen, weil wir gute Freunde sind. Wir sind stärker, weil wir gute Freunde sind. Wir sind stärker. Seht doch! Wir sind's! Wir haben es geschafft! Oh! Schauen Sie, Madam, schauen Sie, was der Weihnachtsmann Ihnen gebracht hat. Oh. Fröhlich.
Fröhliche Weihnachten, Ridley. Fröhliche Weihnachten, Madam. Lenny, guck mal, da unterm Tannenbaum. Rotnase hat uns Geschenke dagelassen. Geschenke? Lieber Lennart, frohe Weihnachten, dein Freund Rudolf. Oh, der ist echt schick. Lieber Slyly, es könnte gar nicht besser sein. Dein Freund Rudolf. Entschuldige mich bitte. Ihr kennt Dasher und Dancer und Prancer und Blitzen, Comet und Cupid und Donner und Blitzen. Doch kennt ihr den Held, das berühmteste Rentier der Welt? Rudolf, das kleine Rentier, hat ne strahlenrote Nase und diese Nase leuchtet wie ein Licht aus rotem Glas. All seine Rentierfreunde lachten ihm deswegen aus. Bei ihrem Rentierspielen blieb er stets allein zu Haus. Als dann Heiligabend kam, sprach der Weihnachtsmann: Rudolf mit dem Nasenlicht, führ uns durch den Nebel dicht. Rudolf ist nun der Größte, freudig sind wir groß und klein. Rudolf, du kleines Rentier, gehst in die Geschichte ein. Den Nebel dicht. Rudolf, bist du der Größte? Freudig singen groß und klein. Rudolf, du kleines Rentier, gehst in die Geschichte ein. Gehst in die Geschichte ein. Durch den Nebel dicht. Rudolf
bist du der Größte. Freu dich, singen groß und klein. Rudolf, du kleines Rentier, gehst in die Geschichte ein. Gehst in die Geschichte so gern bei dir sein, brauch deine Liebe und deine Zärtlichkeit. Hier draußen ist es kalt, nur du gibst mir den Halt. Ich will zu dir, doch du bist noch so weit. Auch wenn wir auseinander sind, such ich im Mondenschein. Ich wünsch, mein Traum wird Wirklichkeit. Ich will bei dir sein, bei dir sein. Zeig mir das Licht, es brennt in unseren Herzen. Zeig mir das Licht, so hell wie tausend Kerzen. Zeig mir das Licht in Dunkelheit und Kälte, den Regenbogen, den Sonnenstrahl. Zeig mir das Licht. Doch so fern, ich such nach dir in meiner Einsamkeit. Egal wohin ich lauf, ich gebe niemals auf. Zeig mir den Weg und schenk mir etwas Zeit. Und ich weiß, dass du da draußen bist und meine Sehnsucht spürst. Komm zu mir und halt mich fest. Geh nie. Geh nie. Geh nie mehr fort. Zeig mir das Licht, es brennt in unseren Herzen. Zeig mir das Licht, so hell wie tausend Kerzen. Zeig mir das Licht.